In der heutigen Sendung: Wir werden durch diese Hoffnung geheilt, dass wir einen nagelneuen Körper bekommen werden. Manchmal muss man einfach diesen Seufzer freisetzen. Seien Sie nicht so stark. Ich schaffe das schon, ich bekomme das hin. Weinen Sie ruhig, wenn nötig. Stöhnen Sie, wenn Sie müssen. Seufzen Sie. Lassen Sie es alles raus. Jetzt mit Pastor Joseph Prince. Es ist unglaublich, wie widerstandsfähig Menschen sind. Menschen können gebunden sein, passen sich aber an ihre Bindung an und tun alles Mögliche, nur nicht Gott anrufen. Israel ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe das mal ausgerechnet. Ganze 135 Jahre vergingen. Josef brachte sie nach Ägypten. Josef hatte Gunst beim Pharao. Die ägyptische Zivilisation und die Siege Ägyptens gab es, weil ein jüdischer Mann die rechte Hand der Ägypter war. Dieser Mann war Josef. Und er lud seine ganze Familie ein, nach Ägypten zu ziehen. In der Bibel steht, dass ungefähr 70 Seelen nach Ägypten kamen. Die 12 Söhne Jakobs, die 12 Patriarchen, hatten Kinder. Und sie mehrten sich immer mehr. Und in der Bibel steht, dass ihre Zahl mehr zunahm als die der Ägypter. Gunst lag auf Gottes Volk. Doch dann berichtet die Bibel, dass ein Pharao an die Macht kam, der Josef nicht kannte. Und er sagte sich, von diesen Leuten wimmelt es ja nur so, dagegen muss ich was tun. Also machte er sie zu Sklaven. Doch im ersten Jahr fingen sie noch nicht an, den Gott ihres Bundes anzurufen. Im zweiten Jahr dasselbe. Die Unterdrückung und die harte Arbeit forderten einen hohen Tribut. 5 Jahre vergingen. 10 Jahre. 100 Jahre später immer noch nichts. Die menschliche Widerstandsfähigkeit ist wirklich verblüffend. Selbst inmitten von Leid. Gott möchte, dass wir sagen, ich kann nicht, bevor er sagt, ich kann für dich. 135 Jahre später erreichten sie endlich diesen Punkt. Und im zweiten Buch Mose 2 heißt es dann: Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb, und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Was hörte Gott? Ihr Wehklagen, ihr Stöhnen. Stöhnen hört sich nicht sehr eindrucksvoll an. Stöhnen klingt nicht nach einem perfekten Gebet. Stöhnen klingt nicht nach einem schönen Gebet. Stöhnen ist so. Wehklagen tut man, wenn etwas wehtut. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte, was? Ich habe schon mal darüber gepredigt. Einige dieser Wahrheiten hat Gott mir vor vielen Jahren offenbart. Ich habe das nicht in irgendeinem Buch gelesen oder so. Und als Gott mir das zum ersten Mal bewusst machte, gab er mir den Titel: Schon ein Stöhnen erreicht den Thron.
2004 hielt ich eine Predigt darüber. Einige von Ihnen wissen das noch. Und nebenbei gesagt, war das nicht das Zungengebet. Die Israeliten beteten nicht in Zungen. Und ich danke Gott für das Zungengebet. Aber ich sage Ihnen, wenn man auf eine tiefere Ebene geht, dann kommt alles nur darauf an, wie sehr wir Menschen Gottes Güte und Liebe brauchen. Es kommt überhaupt nicht auf die Wortgewandtheit eines Gebets an. Es kommt nicht auf die korrekten Worte an. Okay? So ein Gebet wird einfach von unserer instinktiven Reaktion auf Schmerz und Stress getrieben. Ein Stöhnen und Seufzen. Und Gott gedachte an seinen Bund. Das deutet an, dass Gott davor zwar einen Bund mit ihnen hatte, dieser Bund aber noch nicht in Kraft trat, bis er ein Stöhnen von ihnen hörte. Bitte fügen Sie in dem Vers nicht beten ein. Da steht, dass sie seufzten. Wenn es sich da in erster Linie um ein Gebet gehandelt hätte, würde das da stehen. Aber es war ein Stöhnen. Manchmal schaut man sich seinen rebellischen Sohn an und ist ratlos. Man hat gebetet und gebetet. Und wenn man an ihn denkt, macht man einfach manchmal. Selbst beim Autofahren, Herr Jesus. Ein Seufzen kann mehr bewirken als selbst die schönsten Gebete. Ich sage Ihnen, da steckt was drin, was wir verpassen. Da steckt was drin, was nicht gelehrt wird. Warum? Denn wenn wir Gnade nicht verstehen, sehen Sie, die Menschen wollen stark sein. Gott möchte, dass wir schwach sind, damit seine Stärke durch unsere Schwäche fließen kann. Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Amen. Zurück zur Geschichte. 2. Mose 2. Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Dadurch scheint der Bund in Kraft getreten zu sein. Schon Stöhnen erreicht den Thron. Teilweise denken wir, ich muss mich irgendwo zurückziehen, ich muss es durchbeten. Nein, wenn etwas wehtut, wenn man innerlich belastet ist, dann kann man es einfach herauslassen. Oh, Herr, Herr! Amen! Stöhnen Sie ruhig vor Gott. Nicht jetzt, aber stöhnen Sie! Das baut Stress ab. Das hilft gegen Niedergeschlagenheit. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Gott an seinen Bund gedenkt, wenn sein Volk stöhnt. Der Gedanke ist Ihnen vermutlich neu. Aber sträuben Sie sich nicht gegen neue Gedanken und bleiben Sie nicht immer nur beim Gewohnten. Es kann sein, dass Sie Mängel in bestimmten Lebensbereichen haben, weil Sie diese neue Wahrheit noch nicht haben. Allerdings, wenn man eine neue Wahrheit entdeckt, muss man sie in mehr als nur einer Bibelstelle erforschen. Also gehen wir mal zu 2. Mose 6. Dort sagt Gott zu Mose, und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört. Zum Vergleich nochmal 2. Mose 2. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund. Vers 25. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. In der alten King James Übersetzung steht, Gott hatte Respekt ihnen gegenüber. Kurz gesagt, ihr Stöhnen brachte Gott dazu, an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob zu denken. Und er nahm sich ihrer an und er schenkte ihnen Anerkennung. Denken Sie ja nicht, dass Gott ihr Stöhnen verachtet. Ich weiß, es gibt Christen, die Sachen sagen wie all dieses Gestöhne und Geseufze unter Christen. Ich glaube, was sie damit meinen, ist, dass Christen zu viel meckern. Aber das heißt nicht, dass wir Seufzen und Stöhnen nicht als Gebet einsetzen dürfen. Das kann ein sehr wirkungsvolles Gebet sein, wenn es von Herzen zu Gott geht. Aber es stimmt, Murren und Meckern bringt nichts. Okay, zurück zu 2. Mose 6. Gott spricht mit Mose. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. 7 Dinge werden geschehen. 7 Ich will von Gott. Das erste ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Zweitens, und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Als nächstes, viertens, und ich will euch als mein Volk annehmen und fünftens, ich will euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Sechstens, und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch, siebtens, zum Besitz geben, ich der Herr. All dies wegen eines Stöhnens. Das hat es in sich, einfach ein Seufzer.
Jesus hat ganz einfach gebetet. Wir meinen häufig, wir müssten so beten. Das halten wir für ein kraftvolles Gebet. Aber das ist nur ihre eigene Kraft. Das ist ihr irdisches Gefäß, das viel Lärm macht. Jetzt schauen Sie. Jesus sah einen taubstummen Mann. Und jetzt schauen Sie, was da in Markus 7 steht. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte. Wissen Sie, warum er seufzte? Beim Seufzen blickte er zum Himmel. Seufzen ist kein Ausdruck von Freude, okay? Seufzen ist Ausdruck von Leid. Nur Liebe kann sich mit den leidenden Menschen identifizieren. Er seufzte. Ich sehe selten Menschen, die seufzen, wenn sie für die Kranken beten. Jesus ja. So ist die Liebe. Liebe ist das Leid anderer nicht egal. Liebe fühlt mit dem anderen mit. Sie fühlt den Schmerz anderer. Man kann Leuten professionelle Seelsorge geben, aber in der Bibel steht, dass unser Hohepriester Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Er weiß nicht einfach nur über unsere Schwachheiten von weit weg. Nein, er lässt sich von unseren Schwachheiten berühren. Er fühlt mit. So ist unser Jesus. Reine Güte. Die Welt hatte diese reine Güte nie zuvor gesehen. Diese wunderschöne Liebe. Er seufzte und sprach zu ihm, Ephata. Das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Das griechische Wort in diesem Vers, das mit Seufzen übersetzt wird, ist Stenazo. Okay? Stenazo. Jetzt passen Sie auf. Wir haben kürzlich darüber geredet, dass wir als Gläubige nicht auf den Antichristen ausgerichtet sein sollten, sondern uns auf Jesus in der Entrückung freuen dürfen. Wir werden hinweggenommen werden. Entrückt. Herpaso. Einige wenden ein, das Wort Entrückung kommt aber doch gar nicht in der Bibel vor. Ja, aber das Wort Dreieinigkeit auch nicht. Trotzdem ist Gott ein dreieiniger Gott. Und die Entrückung gibt es auch. Wenn Jesus wiederkommt, werden seine Füße den Ölberg berühren und die ganze Welt wird ihn sehen, sagt die Bibel uns. Vermutlich im Fernsehen. Und die Entrückung, steht in der Bibel, wird in einer Atomsekunde stattfinden. 1. Korinther 15. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden nicht alle sterben, Gott sei Dank, wir werden aber alle verwandelt werden, die, die schon gestorben sind und die, die noch leben, alle Gläubigen. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, in einer Atomsekunde, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Und der letzte Vers von Kapitel 15. Es ist wunderbar, die Wahrheit über die Entrückung zu kennen. Es bewahrt davor, träge zu werden. Darum, meine geliebten Brüder, wegen der Wahrheit über unseren neuen Körper. Unser Augenmerk liegt nicht auf dem Tod. Er liegt nicht auf dem Antichristen. Nicht darauf, dass Russland weitere Länder erobert, sondern auf der Entrückung. Das heißt, auf der Erlösung unserer Körper. Das ist das Einzige auf dieser Seite des Himmels, was uns noch fehlt. Der einzige Segen, den wir noch nicht haben. Die Erlösung unserer Körper, wenn der Sohn Gottes unsere mangelhaften Körper, unsere Körper der Demütigung in herrliche Körper verwandelt. Einige Leute sagen, dass diese Erwartungshaltung uns geistlich faul macht. Nein. Darum, wegen dieser prophetischen Erwartung der Entrückung, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu. Folgen Sie mir? Hören Sie?
Nehmen wir als nächstes 2. Korinther 5 dran. Da schreibt Paulus, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung, was ist unsere irdische Zeltwohnung? Schauen Sie her. Wissen Sie, dass unser Körper unsere irdische Wohnung ist? Die Bibel nennt es ein Zelt. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, das heißt unser Körper. Fällt Ihnen auf, dass Paulus so spricht, als wäre sein Körper gar nicht er selbst? Wir leben in einem Körper, aber wir haben auch eine Wohnung, die nicht mit Händen gemacht wurde, sondern eine ewige Wohnung, die im Himmel ist. Halleluja! Wir haben ein Haus, einen Körper im Himmel. Denn in diesem Zelt seufzen wir. Und raten Sie mal, welches Wort das ist. Stenaso. Stenaso. Wir seufzen vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Wir seufzen nicht nur, sondern haben auch Sehnsucht. Da wir zu wenig über die Entrückung lehren, wissen Leute gar nicht, wie wichtig es ist, sich danach so richtig zu sehnen. Warum? Ich sage Ihnen was. In der Gemeinde Christi gibt es unter anderem deshalb so viel Krankheit, weil die Entrückung nicht angemessen gelehrt wird. Das Wissen, dass man einmal einen nagelneuen Körper bekommen wird, erzeugt etwas in einem, sodass auch schon unser jetziger Körper mit Leben erfüllt wird. Ich wünschte, ich hätte Zeit, Ihnen das alles zu zeigen. Okay, nehmen wir nun mal ganz schnell eine Bibelstelle durch, die das verdeutlicht. Das wird Sie segnen. Also, Römer 8, nur kurz. Danach zurück zum Thema, okay? Römer 8. Auch da ist vom Seufzen die Rede. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung, alle Geschöpfe, die ganze Schöpfung, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Ich sage Ihnen, die Kühe muhen, die Affen schaukeln und die Wale singen und all die verschiedenen Geräusche, die Tiere machen. Die Tiere seufzen. Sie seufzen, weil sie sich die Offenbarung der Söhne Gottes herbeisehnen. Die Offenbarung von ihnen. Und Offenbarung heißt hier, dass das Verborgene sichtbar wird, dass das Verschlossene offen wird. Darauf warten sie. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, weil die Schöpfung selbst befreit werden wird. Okay, nächster Vers. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt, bis jetzt. Die Erde seufzt, offenbar hat Gott uns diese Erde unterworfen. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und raten Sie mal, hier ist wieder das Wort Stenaso. Stenaso, wir seufzen, wir stöhnen. Wir erwarten seufzend was? Die Adoption, die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir sehnen uns seufzend die Erlösung unserer Körper herbei. Also, Sie werden Ihren neuen Körper bekommen. An dem Tag, wo Sie Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, da werden Sie einen neuen Körper bekommen. Doch warum jetzt seufzen? Warum ihn seufzend erwarten? Das Wort, das hier mit erwarten übersetzt wird, ist ein inniges Erwarten. Innig die Erlösung unserer Leiber erwarten, weil sich das auf unsere Gesundheit auswirkt. Würden wir mehr über die Entrückung predigen, dann würden die Leute auch mehr Energie und Kraft haben. Sie würden wieder jugendliche Stärke erlangen. Der nächste Vers. Bevor ich Ihnen den nächsten Vers zeige, möchte ich Ihnen noch einen Vers zeigen, der Sie umhauen wird. Ich habe viele Bibelkommentare dazu gelesen und die meisten davon überspringen diesen Vers einfach. Sie können ihn nicht erklären, weil viele dieser Bibelkommentatoren nicht an Heilung glauben. Also überspringen Sie den Vers einfach. Also, das ist der nächste Vers. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Wir alle wissen, dass wir nicht durch Hoffnung errettet werden, sondern durch Glauben. Aus seiner Gnade durch den Glauben werden wir geheilt. Aus Gnade durch Glauben. Doch das Wort, das hier mit errettet übersetzt wird, ist Zozo. Zozo, mein Freund, bedeutet nicht nur gerettet, sondern auch geheilt. Da schwingt auch Bewahrung mit, vor Gefahr gerettet zu werden und befreit zu werden. Hören Sie? Viele von uns stellen uns unter Errettung nur Rettung vor der Hölle vor. Aber Errettung schließt auch Heilung mit ein. Als die Frau, die an Blutungen litt, geheilt wurde, da sagte Jesus ihr, dein Glauben hat dich geheilt. Im Griechischen steht da, dein Glauben hat dich gesozot. Deswegen, wenn da steht, sind wir errettet worden, dann schlage ich vor, dass das Wort errettet hier eigentlich Heilung meint. Nicht vor ewiger Verdammnis gerettet. Sondern wir werden durch diese Hoffnung geheilt, dass wir einen nagelneuen Körper bekommen werden.
Dadurch werden wir geheilt. Es gibt einen Predigtmangel über die Wiederkunft Christi. Einige Leute sagen, es sei gefährlich, über Prophetie zu lehren. Aber ein Viertel der Bibel besteht aus Prophetien. Wir sollten uns an das halten, was in der Bibel steht, und nicht darüber hinausgehen. Doch je mehr man über Prophetie lehrt, desto mehr geschieht etwas mit unserem Körper. Diese Erwartungshaltung ruft Leben in uns hervor, bis zum Kommen des Herrn. Verstehen Sie das? Nächster Vers. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Schwachheiten im Sinne von Gebrechen. Ganz gleich, was Sie vielleicht von Bibelexperten gehört haben. Das Wort, das hier mit Schwachheiten übersetzt wird, kommt 24 Mal im Neuen Testament vor. Und bei mehr als 50% davon, 60, 70, vielleicht sogar 80%, sind damit körperliche Krankheiten gemeint. Es bezieht sich auf körperliche Krankheiten. Und selbst da, wo es nicht auf den Körper bezogen ist, sondern Geistesschwächen gemeint sind, die kann man ebenfalls als Krankheit ansehen. Wenn es heißt, dass Jesus unsere Schwachheiten auf sich genommen hat, dann sind damit auch unsere Krankheiten gemeint. Hier steht also, dass der Heilige Geist uns mit unseren Krankheiten, unseren Schwachheiten hilft. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein. Mit unaussprechlichen Seufzern. Wie oft hören wir diesen Vers in Bezug auf die Zungenrede? Wie oft? Nichts gegen Zungenrede, das ist überhaupt nicht falsch. Die Zungenrede ist eine wunderbare Gabe und sie hat ihren Platz. Doch hier ist auch eine tiefere Lehre zu finden, nämlich, dass der Heilige Geist mit Seufzern Fürbitte für unsere Krankheiten tut. Wer an seine körperlichen Symptome denkt, der macht oh. Und das Wort für Stöhnen hier ist das Nomen des Verbs stenaso. Stenagmos. Es bedeutet immer noch stöhnen. Von Stenaso. Leute, wir müssen seufzen lernen. Verstehen Sie, Gemeinde, was ich damit sagen will? Ich will damit sagen, dass bereits ein Gebet in uns liegt. Aber nein, wir wollen uns ja unbedingt in ein besonderes Zimmer zurückziehen und einen besonderen Moment haben. Wir wollen richtig beten, so richtig schöne, ausdrucksvolle Gebete sprechen. Wir wollen alles Mögliche tun, nur nicht seufzen. Denn seufzen sagt, ich bin verzweifelt. Es gibt nur einen, der mir helfen kann. Seufzen Sie, dann erinnert Gott sich an seinen Bund. Doch diesmal ist es ein neuer Bund. Wir wollen mit 2. Korinther 5 schließen. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Was Paulus damit sagt, ist, hey Leute, ich sehne mich so danach, dass dieser vergängliche Körper den neuen Körper überziehen darf, der im Himmel gemacht ist. Ein Körper, der für immer gesund und stark sein wird, der nie alt wird, der nie sterben wird, der so ist wie der Körper, den Jesus nach seiner Auferstehung bekam. Oh, ich sehne mich so nach diesem neuen Körper, ich sehne mich so danach. Und diese Sehnsucht wirkt sich auf unsere Gesundheit aus, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Mit anderen Worten, wer in Christus gestorben ist, unsere Lieben, die als Christen gestorben sind, der ist nicht sofort beim Herrn Jesus, sondern ist gewissermaßen nur Seele und Geist. Der ist noch nicht bekleidet. Er ist nackt, im Sinne, dass er noch nicht mit dem verherrlichten Körper bekleidet ist. Wir werden alle gleichzeitig neu bekleidet werden, wenn Jesus bei der Entrückung kommt. Okay, der nächste Vers. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, in diesem natürlichen Leib, seufzen, das ist wie das Stenaso, und sind beschwert, weil wir entkleidet sein möchten. Nein, das steht da nicht. Nicht, weil wir entkleidet sein wollen, nicht, weil wir sterben möchten, nicht, weil wir unseren Körper loswerden wollen. Sehen Sie, die Sache ist die. Die Lehre der Bibel ist, wartet nicht darauf zu sterben. Das ist nicht biblisch. Gott sagt, und Paulus sagt hier, nicht, weil wir unbekleidet sein wollen, womit gemeint ist, unseren natürlichen Körper abzulegen, sondern überkleidet werden möchten mit einem verherrlichten Leib, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Und das Wort Unterpfand bedeutet hier Anzahlung. Durch eine Anzahlung sagt man, ich komme zurück, um es ganz in Besitz zu nehmen. Wenn wir ganz in Besitz genommen werden, dann werden wir einen nagelneuen Körper haben, einen Körper, der für die Ewigkeit bestimmt ist. Noch eine letzte Bibelstelle. Es muss mit Jesus enden, es muss wieder mit Jesus enden. Sein bester Freund war gerade gestorben, beziehungsweise einer seiner besten Freunde, Lazarus. Ein Bote kam zu Jesus und sagte, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist sehr schlau. Er sagte nicht, der dich liebt, sondern der, den du liebst, ist krank. Jesus wartete 2 Tage, bis er schließlich zu ihm ging. Und jetzt schauen Sie, was da in Johannes 11 steht.
Als nun Jesus sah, wie sie weinte, Maria weinte, und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt. Das ist noch ein griechisches Wort für Seufzen oder Stöhnen, embrimaiomai. Es bedeutet im Grunde dasselbe, ist nur noch ein stärkerer Ausdruck. Er seufzte. Tief im Geist. Sehen Sie, er schuf den Menschen, um ewig zu leben. Der Tod war nie seine Absicht. Doch dann sündigte der Mensch gegen Gott, weil Gott dem Menschen Entscheidungsfreiheit gegeben hatte. Und eine freie Entscheidung ist nun mal frei. Man kann die freie Entscheidung des Menschen nicht manipulieren. Der Mensch wählte die Sünde, er wählte den Tod. Und daran erinnerte sich Jesus. Und in der Bibel steht, dass er seufzte und bewegt war. Und dann sagte er, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte, da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Einige Leute denken, das bezieht sich auf ein anderes Gebet, das Jesus schon viel früher gesprochen hatte. Aber normalerweise beziehen sich solche Dinge auf das gleiche Kapitel. Und was hatte er in diesem Kapitel vorher gebetet? Gehen wir einige Verse zurück. Er seufzte bei sich selbst. Und davor, er seufzte im Geist. 2-mal wird hier erwähnt, dass er seufzte. Das war sein Gebet. Manchmal muss man einfach diesen Seufzer freisetzen. Seien Sie nicht so stark. Ich schaffe das schon, ich bekomme das hin. Weinen Sie ruhig, wenn nötig. Stöhnen Sie, wenn Sie müssen. Seufzen Sie. Lassen Sie es alles raus. Denn Gott, unser Vater, ist ein Gott voller Mitleid, zärtlicher Barmherzigkeit und Freundlichkeit.